Ich heiße dich wieder ganz herzlich willkommen zur 43. Folge. Ja, wie du siehst, wir haben 37. Ich habe jetzt die Nacht durchgespult. Die April sitzt nackig im Bett. Da würde ich sagen, die darf jetzt mal schnell duschen. Die Emmy steht auch schon fast bald auf. Die April ist ein bisschen früher wach geworden. Ich denke, ich lege die vielleicht aber nochmal ins Bett, dass sie wirklich ausgeschlafen sind. Immerhin ist es ja Urlaub und ja, wir haben Zeit, aber wir drehen uns mal um. Wir müssen sie ja nicht beobachten. Ja, eben kam, eben kam auch die Benachrichtigung, dass das jetzt der letzte Urlaubstag ist. Also innerhalb von diesem Sonntag heißt es dann, wir müssen den Urlaub verlängern oder das ist der letzte Urlaubstag. Ich mache das tagesabhängig, weil immerhin ist ja heute der Emmy ihr Geburtstag. Ei, ich freue mich ja so, vor allem wie sie aussieht. Ich bin mal gespannt, ob ich das Umstyling noch mit in die Folge reinnehme oder ob ich da eine extra kleine Folge draus mache. Ich muss gucken, wie es mir gefällt und also nicht, wie es mir gefällt, sondern wie es reinpasst vom Zeitlimit. Und ja, ich lasse das aber jetzt ein bisschen schneller laufen, dass die April dann duscht. Hat sie hier, okay, ist wieder ein bisschen übel. Und hier hat sie auch wieder 1 für 2 Essen. Ich glaube, das ist vom normalen Sims auch. Es ist aufregend, ein Leben in sich wachsen zu spüren. Vorsatz gefasst, abnehmen. Ja, das können wir erst machen, sobald unsere April, also sie muss hier viermal muss sie ein Teenager-Maß regeln. Und dann hat sie hier schon, ist sie im dritten Bereich. Ich bin gespannt, was das ist. Ich bin immer nur bis zum ersten und zum zweiten Bereich gekommen, weil ich nie so lange gespielt habe, wenn ich ehrlich bin. Und sie hat einfach wie 1000 Punkte. Und die Apple, die Emmy hat 2800 Punkte. Krass. Ja, Emmy, du bist auch noch am Schlafen. Dann würde ich sagen, darf die Apple auch noch mal schlafen. Dass sie wirklich ausschlafen. Dann sehen wir uns, wenn sie wieder da sind. Beziehungsweise wach sind. So, die Emmy ist jetzt als erstes wach. Was ein grauenhafter Feiertag. Das kann aber nicht sein. Da ist aber ein Fehler jetzt drin. Und sie hatte doch hier was abgeschlossen. Das finde ich aber jetzt ein bisschen blöd. Okay, die Emmy möchte jetzt von alleine mit ihrem Bärchen spielen. Dann würde ich sagen, mach das, mein Schatz. Und ich lasse es trotzdem in doppelter Geschwindigkeit laufen, damit die beiden schneller schlafen. Ja, und ich würde sagen, dass sobald die April dann hier fertig ist, aber ich mache sie jetzt wach, weil sie erstens aufs Gläuschen muss und Hunger hat. Und dann würde ich sagen, es ist zwar nicht so, dass, wobei wir können auch eigentlich hier was Leckeres zum Frühstück machen. Brunch servieren, was können wir denn zum machen? Omelette. Oh ja, komm, wir machen Omelette. Ich meine, es ist Emmys Geburtstag. So, Emmy, was macht denn hier dein Empathie? Zusatzhausaufgaben machen. Das zählt, glaube ich, in Manieren rein, oder? Oder Verantwortung, irgendwas zumindest, zählt da rein. Ja, Emmy, dann wirst du schon älter. Ach Gott, ich bin so gespannt. So gespannt. Oh, wartet. Ja, hier, bam. Baby April, Baby Bama April, ihr Bäuchlein ist größer geworden. Oh mein Gott, April. Oh mein Gott, April. Oh Gott. Ich glaube, ich drehe durch. Oh Gott, sieht die süß aus. Oh Gott. Sieht die süß aus. Hallo? Wand? Ah, jetzt ist das die Dusche, die doch war. Dann hier. Okay. Emmy, wenn du deine Hausaufgaben gemacht hast, darfst du hier nochmal Doktor spielen. Und oh Gott, wie sie läuft. Oh Gott. April, pass nur auf, dass dir nicht so kalt ist. Oh, wobei, unseren Ofen haben wir am und die Fenster sind nicht so arg beklatscht mit Schnee. Also, ja, Baby Mama April macht jetzt ihr Omelette für die Family. Und dann würde ich sagen, wenn die Emmy dann Doktor gespielt hat, hast du jetzt deine Zusatzhausaufgaben abgeschlossen. Das weiß ich jetzt nicht, aber immerhin hat sie die Hausaufgaben gemacht. Kannst du hier... Wow, die Emmy hat ihren Vorsatz schon umgesetzt. Hammer. Hammer. Also mental zählt hier rein, also es bringt mental und Empathie bringt es. Nicht schlecht. Genau, die April hat noch 21 Tage. Shane muss ganz dringend pieseln. So, Abby.
Lass mich jetzt nochmal. Ich hätte gern echt, dass du das heute noch voll kriegst. Das kriegen wir auch noch hin. Du darfst jetzt nochmal Doktor spielen. Komm jetzt rein, los. Was ist denn wieder los mit dir? Ich mach, dass du nervst. Mir geht's gut. So, der Shane geht pieseln. Mama April hat Essen fertig gemacht. Ja, perfekt, Mama. Gut. Und dann darfst du hier dann zum Essen rufen. Beziehungsweise hier. Einmal zum Essen rufen. Wieso geht. Ich verstehe es nicht. Wieso gehen die jetzt immer draußen den Busch bepieseln? Hallo, meine kleine Maus. Kleiner Stinkbär. Die da total anhänglich. Emmy, du nimmst ja dann auch ein Gericht, gell? Ich würde aber sagen, dass du das dann hier isst. Und Shane, du kannst dann hier unbedingt aufs Klo gehen. Ja. Hier, du kannst dich mit deinem Schatz immer unterhalten. Aber wir fügen ihn erstmal wieder zur Runde hinzu. Dass er uns nicht abhaut. Erzähl mal von deinem Vorsatz. Jemand parodieren, okay. Ah, stopp, eins zurück. Und hier hin. Jogging your Fitness-Ausrüstung wäre schon einmal ein guter Anfang. Öffne die Simoleon-Leiste, um die deinen Fortschritt. Okay, alles klar. Das wissen wir aber. Das können wir erst machen, sobald die April zu Hause ist. Ich habe nämlich einen kleinen Mod drin. Betty. Dass auch schwangere Sims Yoga machen können. Das finde ich total cool. Und leider habe ich natürlich jetzt die Yogamatte natürlich vergessen. Und ja, dann würde ich auch sagen, dass wir dann gleich mal die Party steigen lassen. Die Geburtstagsfeier machen. Schade, dass die Emmy, also die April, die anderen zwei nicht kennt. Beziehungsweise es sind ja ein J-Channel. Geh doch aufs Klo, du. Eieieiei. Wieso gehst du... Ich sage jetzt nichts mehr dazu mit dem Busch. Ich glaube, das war ein Fehler, dass ich den da hingesetzt habe. So, Emmy, dann zeig mir nochmal deine Empathie. Hier, Doktor spielen, darf die Emmy dann. Was macht jetzt die April? Tanzen. Okay, die April darf jetzt noch ein bisschen dancen. Und ich würde dann sagen, um 15 Uhr machen wir dann die Geburtstagsparty. Dass die Emmy-Line zu viel Schmutz. Wo ist denn hier Schmutz, mein Schatz? Steht ein Teller rum von der Emmy. Und Shane, hast du dich erleichtert? Sehr gut, du hast jetzt keinen Blasendrang mehr. Ah, Gott, Emmy. Was macht denn jetzt? Ach, aber duschen kannst du, alles klar. Interessant. Ja, so ist das. Oh, wir haben schon 15 Uhr. Emmy? Okay. Empathie. Lass mich nochmal lesen. Sims können ja mit dir erhöhen, indem sie Familie tätig werden oder soziale Aktion werden. Oder anderen helfen. Okay, dann könnten wir die Emmy ja auch, um das höher zu kriegen, einmal einmal ehrenamtlich tätig werden lassen. Gesellschaftliches Ereignis planen, April. Es ist soweit. Die Emmy wird größer. Oh mein Gott. Emmy, wo gehst du hin? Stopp, bleib drin, bitte. So, und zwar. Geburtstagsparty. Ich weiß nicht, ob wir das... Ah, das können wir eh nicht. Okay. Dann machen wir eine normale Geburtstagsparty. Und zwar, unser Geburtstagskind ist die Emmy. Gäste sind auf jeden Fall Mama und Shane. Ach, können wir jetzt nur die auswählen oder was? Das finde ich jetzt aber echt blöd. Caterer brauchen wir nicht. Gut, dann müssen wir die anderen halt einladen. Ja, wir wollen hier. Es ist doch Mietobjekt, ja. Gut, so. Dann hier, Emmy, darfst du einmal... Ellie und Ben kann die Mama machen. Wir brauchen die Yuki. Och, wir können die gar nicht alle einladen. Och, das ist aber jetzt scheiße.
Weil die echt jetzt sind. Na, die Mama kann die einladen. Mal zum Urlaub einladen. Wo ist der Ben? Hier, Ben. Die anderen kennt sie echt gar nicht. Oh, das finde ich jetzt echt blöd. Ja, dann können wir halt jetzt nur die beiden einladen. Toll. Ja, hier seht ihr dann der April in neues Party-Outfit. Ich habe sie ein bisschen umgestylt. Oh Gott, wie das aussieht mit ihrem Bäuchlein. Oh mein Gott, wie süß. Oh mein Gott, April, stopp. Chips, ich habe die falsche Taste gedrückt. Wie süß. Emmy, wie siehst du aus? Das ist der Emmy, ihr Party-Outfit. Oh, unsere kleine Maus, unsere kleine Mausi. Mausi will raus spielen. Schatzilein, es ist dein Geburtstag. Hier, ich würde sagen, du spielst nochmal Doktor. Mama knutscht kurz ihren Schatzi. Oder du erklärst ihm die ewige Liebe und dann backst du den Kuchen für unsere kleine Maus. April, das wird dein Geburtstag feiern können. Was wollen wir denn für einen Kuchen? Schoko? Vielleicht einen Winterkuchen? Kokos? Machen wir mal einen Erdbeerkuchen. Ach, Emmy. Hast du die beiden jetzt eigentlich eingeladen, April? Ich glaube nicht, oder? Nee. Naja, egal. Dann feiern wir halt nur in der kleinen Familie. Das hat leider die Anna nicht richtig bedacht, dass das nicht so richtig funktioniert. Shiny Boy tanzt, finde ich sehr cool. Emmy, wie lange brauchst du noch, bis du deine Empathie... Oh, bald hat sie es geschafft. Cool, dann hat sie Verantwortung und Empathie. Schon als Teenager. Ich hoffe, dass das dann natürlich dann auch so bleibt. Dass das nicht wieder in den Keller geht. So, April. Also ich finde, deshalb muss ja sagen, der April, ihr Outfit steht ihr richtig gut. Sieht richtig süß aus. Ja, April. Da ja jetzt kein anderer kommt, können wir die Emmy dann auch schon mit umstylen. Ah nee, da ist der Ben. Ja, dann würde ich doch sagen, zeige ich euch mal den Ben. Das ist der Ben. Tschup, der wird auch... Ist mit in die Story, die ich für später geplant hatte, mit einbezogen. So, wir gehen jetzt mal in den Freimodus hier. Das ist der Ben. Ich finde, man sieht total, dass er von mir ist. Hundertprozentig allein vom Gesicht her, von den Gesichtszügen und von seinen Äuglein. Er hat diese wunderschönen grünen Äuglein gekriegt. Und ja, typisch Teenager halt angezogen, sage ich jetzt mal. Ich bin mal gespannt, wann die Ellie kommt. Ich finde, die Ellie ist super hübsch. Ist sie denn hier draußen irgendwo schon? Ellie? Nee, also scheint's hat die April aber alle eingeladen, diese einladen sollte. Hier April. Mit Ben plaudern. Okay, dann musst du aber jetzt hier direkt mal die Kerzen drauf machen, nicht, dass einer die wegfuddert. Danach kannst du mit Ben weiter plaudern. Können Sie mal deinen Vorsatz erzählen? So, Emmy. Hast du das jetzt geschafft? Nee. Dann hier noch einmal bitte. Mir ist das wichtig. Für andere vielleicht nicht. Was machen sie denn jetzt? Shiny Boy, was machst du? Du brauchst keine Angst haben. Der Ben ist keine Konkurrenz für dich. Okay, jetzt steht sie mitten im Ding dran. Okay. So, dann würde ich sagen, dass wir aber dann hier am Tisch Geburtstag feiern. Oder Emmylein? Was macht Shane jetzt? Kommt die Ellie jetzt auch noch? Wenn nicht, hier Mama. Warum das jetzt nicht geht? Ah, weil keine Betten mehr frei sind. Auch gut. Glaube ich zumindest, dass das war. Emmy muss ganz dringend aufs Klöchen. Emmy, du hast es gleich geschafft. Fast geschafft, mein Schatz. Fast geschafft.
Oh, beschlappt Ben hat ein bisschen Liebeskummer. Yes, man! Ja, Mann! So, ihr Süßen, dann würde ich mal sagen, machen wir euch alle in die Runde hinzu. Runde hinzufügen. So, Runde hinzufügen. Und dann wird jetzt Geburtstag gefeiert. So, dann könnt ihr mal alle hier hinkommen. Zusammen hier hingehen. Emmy, kommst du auch? Ja. Es heißt nämlich für dich jetzt, mein Schatz, wünsch dir was. Oh, April, dein Bäuchlein ist ganz schön dick, wenn du ihn so rausstreckst. Ganz schön, oder? Was sagst du dazu? Ich bin ja mal gespannt, wie viele und vor allem, ob es ein Junge wird, ein Mädchen, ob es eins wird. Stopp, Emmy, nein, ich brauche ein Foto. Deine Mami hat schon... Oh Gott, Emmy. Sieht da ein bisschen gruselig aus, aber okay. So, bevor die Emmy jetzt älter wird, möchte ich mir hier das nochmal angucken. Sie hatte Kind des Meeres und kreativ. Und sie hat Stufe 3. Bis Stufe 3 hat sie gekriegt und da hat sie aber nur Level 10 gekriegt. Das war nicht ganz vollständig. Okay. Dann, oh Gott, die Emmy wird älter. Oh mein Gott, ich bin so gespannt, wie sie aussieht. Ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt. Emmy, okay. Wusa Anna. Und der Papi hat ihr was geschickt. Was kriegt sie noch? Sie soll ja auch an die Uni gehen. Das weißt du ja mittlerweile schon, das habe ich ja schon zigtausendmal gesagt. Und sie ist ja unser kleines Meereskind. Deshalb hat sie auch hier schon Kind des Meeres. Was könnten wir ihr jetzt noch geben? Sie hat ja Verantwortung, Empathie, weil wir bräuchten ihr rein theoretisch nicht das Ordentlichkeitsmerkmal zu geben. Vielleicht liebt die Natur. Das ist echt schwer. Ich weiß halt auch jetzt nicht, was passiert, wenn ich hier würfel, ob der dann das weghaut. Aber eigentlich soll das, was würde denn rauskommen? Hitzkopf, nein, definitiv kein Hitzkopf. Nein, das kann es nicht. Vielleicht romantisch? Ja, ich glaube romantisch. Und was kriegt sie jetzt für ein Bestreben? Was sie jetzt als... Okay, das Grübler hat sie ja schon. Als irgendwas, was sie jetzt als Teenie absolvieren kann. Wissen. Sie will studieren. Vielen Dingen gleichzeitig begabt sein. Was ich halt jetzt nicht weiß, das kannst du mir mal in die Kommentare schreiben, ob dieses Bestreben, was ich jetzt wähle, auch für junge Erwachsene zählt. Wenn nicht, müsste ich das nochmal ändern. Aber ich würde wahrscheinlich das jetzt hier nehmen, für die Teenie-Zeit. Und wenn sie dann junge Erwachsene ist, würde ich ihr eigentlich dann gern das hier geben. Das als Teenie und das als junge Erwachsene. Okay. Sie ist ein bisschen... Aber du bist nicht so lange, oder? Oh Gott, so. Dann würde ich sagen, das kriegen wir jetzt noch rein. Dann machen wir hier Case Full Edit Mode und gehen in den Case und gucken uns die Gute ein bisschen näher an, unsere kleine Emmy. Unsere kleine Emmy-Maus. Ich bin sehr gespannt, wie sie dann danach aussieht, wenn sie fertig ist. Way better. Okay, sie hat definitiv das Gesicht ihrer Mami. Auf jeden Fall kriegt sie hier den Gang. Sag nochmal was. Das finde ich, kann man voll und ganz lassen. Oh, sie hat... Hast du dieselben Augen wie die Mami? Nee, die Mami hat andere Augen. Aber du hast auch so dieses... Mich mal an, mein Schatz. Aber du bist auch so im Büro. Oh, das sieht sehr schön aus. Aber du hast sehr kleine... Ui, klein, mein Schatz. Aber nicht schlimm. So, dann machen wir hier erstmal das weg. Thank you.
So, ich habe jetzt... Okay, was ist das jetzt? Ja, okay. Also, doof gesagt, es lag an den Haaren. Schade. Dann werde ich ihr die Haare bei den anderen Sachen auch noch geben. Wir gucken aber jetzt mal kurz hier rein. Ja, okay, es liegt eindeutig an den Haaren. Okay, dann wird sie die Haare jetzt kriegen. Habt ihr eigentlich Hunger? Nee, habt ihr alle gegessen, gell? Okay, ja, das ist jetzt die gute Emmy. Ich habe ihr, wie gesagt, den Bauch ein bisschen abgeflacht, weil ich sonst zu extrem fand. Ich finde Susi aber gar nicht schlimm. Okay, sie kann ja wie ihre Mami ein bisschen Yoga machen. Aber ja, das ist jetzt unsere Emmy in ihrem Party-Outfit als Teenager. Oh Gott, ich freue mich ja so. Ich finde, sie ist wunderschön. Hat sie jetzt irgendwas hier schnelle Lernen? Was muss sie denn überhaupt machen? 3 Bücher zu Ende lesen? Level 3 der Logikfähigkeit erreichen? Okay, das sollten wir ja alles hinkriegen. Ja, dann würde ich sagen, darf die Emmy mal pieseln. Ich mache jetzt noch so knapp 15 Minuten. Und April, du willst zum Spiegel. Dann kann doch die Emmy mal hier mit dem Ben auch ein Foto machen. Fotos teilen. Und die Mami kann mit dem Shane noch mal ein bisschen was machen, damit wir jetzt auch noch die Überraschung machen können. Ich finde, die April sieht so süß aus. April, wieso setzt du dich hin? Ist das angenehmer für deinen Rücken? Ach, wie cool. Ja, jetzt ist es unsere Emmy, ein Teenager. Emmy? Okay, im Bad ist vielleicht blöd, ein Bild zu machen. Wie cool. Ja, April. Dann machen wir doch mal jetzt die Überraschung. Dann bereiten wir jetzt mal alles darauf vor. Können wir noch fragen? Können wir mal Fotos teilen? Und dann fragen wir den Shaney Boy. Okay, die Emmy hat übelst die Lache von ihrer Mama gekriegt. Übelst. Kannst du mal seine Hände küssen? Und dann hoffe ich, dass wir das jetzt machen können. Können schon mal liebevoll umarmen. Und die Emmy hat ihre gute Stimme. Oh, bitte Baby fühlen zu dürfen. Oh, geil. Oh, Baby. Baby anfassen. Uiuiuiuiui. Ach, ihr zwei Süßen. Ihr seid so goldig. Und die April hat so einen dicken Bauch. Ich glaube, wir können das nicht machen. Stopp, April. Weil die beiden im Urlaub sind. Glaube ich. Ich glaube, das funktioniert nicht, weil die im Urlaub sind. Ja, ja. Dann müssen wir es halt beim nächsten Mal machen. Das ist ja nichts Schlimmes, sei denn ich finde es natürlich jetzt hier noch. Da war das da drin? Nee, das ist nicht hier drin. Kannst seine Wange nochmal küssen. Musst du aufs Klo? Oh ja, du musst aufs Klo. Hier, ihr zwei, ihr könnt euch auch hier unterhalten. Könnt euch zusammen hinsetzen. Dass Mami aufs Klo kann. Na, ganz schön nochmal Baby anfassen. Wo ist es? Okay, April. Was macht ihr jetzt? Dann machen wir hier nochmal Tag verschönern, dann darf die Apple aufs Klo. Und dann
Ja, ist unser Urlaub auch schon vorbei. Ich weiß leider nicht genau, wann wir raus müssen. Ich packe auf jeden Fall schon mal alles ins Inventar. Das machen wir vielleicht dann heute einfach schon, dass wir dann einfach gehen. Hallo? Die kann ich nicht mitnehmen, das finde ich aber blöd. Den Kuchen nehmen wir auf jeden Fall mit. Die Emmy tanzt, sehr cool. Dann hier das Eimer. Unseren Radio brauchen wir. Den Kühlschrank können wir zumachen. Unseren Teddy. Unsere Seifenblasen. Haben wir sonst noch irgendwas mitgenommen? Ich glaube nicht, oder? Wir gucken nochmal. So, Emmy, dann kannst du dich ja mit deinem zukünftigen Papi. Kannst du mir mal allen fürs Kommen danken. Träume reden. Dann kannst du dich mal hier mit deinem zukünftigen Papi ein bisschen unterhalten. Bewunderung ausdrücken. Ja, kannst du auch machen. Mama tanzt im Bad. Auch gut. Haben wir sonst noch hier irgendwas? Oh, wir haben Frühling. Oh, krass, unsere Blümchen. Oh, Emmy, was hast du hier alles gefunden? Okay, deine Hausaufgaben können wir jetzt verkaufen. Du hast eine Zeitkapsel gefunden, okay. Wo hast denn du rumgebuddelt? So, dann würde ich sagen, den Streichetag machen wir weg. Dass wir jetzt nach Hause reisen, weil es ist ja eh unser letzter Tag. Und dann nehmen wir... Ach, als gesellschaftliches Ereignis ist aktiv. Gut, dann können wir das ja jetzt beenden. Ist ja eigentlich alles gut gelaufen. Dann reisen wir wieder zu uns nach Hause. Ach, wie mache ich denn das jetzt? Kann ich jetzt hier nur draufklicken? April, helf mir mal schnell. Nach Hause reisen, hier ist es doch. Zurück nach Hause gehen? Yep, bitte. Ja, schreib mir mal gerne in die Kommentare, wie du es gefunden hast, den Geburtstag von unserer kleinen Emmy-Maus. Ich bin schon sehr gespannt, wirklich. Und, okay. Wo ist der Rest? Wo ist der Rest? Hello? Sind wir auf der Emmy drauf, aber die Emmy kennt ja auch den Shane. Dann lad ihn mal ein. Und die Mama, was ist mit der Mama? Die Mama ist ein bisschen sauer. Ja, ich baue dann später der Emmy ihr Zimmer ein bisschen um. Und, ja, die Emmy kriegt dann auch ihre neue Lucy. Und ich bin schon sehr gespannt, was du dann sagst. Auf jeden Fall müssen die Süßen dann einiges ackern, dass die dann, ja, an Geld kommen. Ich weiß nicht, ob die Emmy da mitmachen soll, dass sie vielleicht auch mal einen Gelegenheitsjob annimmt. Da müsste ich gucken, ob sie das machen kann. Ah, die sind erst ab 8 Uhr wieder da, okay. Oder ob man sagt, okay, vielleicht macht sie lieber was im Mahlbereich. Wir werden hier einiges in der Kiste rumwühlen. Das bringt ja auch einiges an Geld. Und April, ja. Unsere Bienchen. Stopp, April. Stopp, stopp, stopp. Wenn du jetzt da dran gehst, stechen die dich. Das können wir jetzt mal hier. Du kannst mal jetzt hier ihn wieder zur Runde hinzufügen. Die Emmy. Was kann die Emmy machen? Die Emmy ist noch topfit. Wir haben 20 Uhr. Was kann die Emmy machen? Ja, das Baumhaus werde ich wahrscheinlich schon auch, so doof gesagt, abreißen. Den lieber vielleicht so einen schönen kleinen Garten wieder machen, wo sie sich hinsetzen können. Auf jeden Fall hat die Emmy das Bett, das sie nutzen kann. Die Kiste werde ich ins Inventar packen für unser kleines Baby dann. Ja. Ich würde sagen, dass die Emmy vielleicht kommt. Emmy, du kannst einfach mal hier ein paar Yoga-Übungen machen. Und die Mama kann mit dem Shane mal zusammen hier hingehen. Dann kriegen wir das ja doch noch in die Folge rein. Wie cool. Jetzt bin ich schon mal gespannt. Das funktioniert. Dann hier kannst du ihn mal einen Kuss zuhauchen. Shane, bleib bitte stehen. Du kannst seinen Hals küssen. Heiratsantrag machen? Nein, das möchte ich noch nicht machen. Kannst ihn einladen, über Nacht zu bleiben. Und irgend so ein scheiß Fliege. Kannst ihn küssen. Und dann kannst du ihn fragen, ob er sich dem Haushalt anschließen möchte. Ja, ich habe jetzt gesagt, die beiden ziehen zusammen.
Shane braucht einen Job, wir brauchen unbedingt das andere Haus. Ja, er soll bitte einziehen, und zwar der Shane. Oh mein Gott, wieso hat er so viel Geld? Okay, okay. Okay, okay, also wir hätten dann schon knapp 55.000 fürs Haus. Wenn alle Sims aus diesem Haushalt verschoben werden, wird alles Besitztümer dieses Hauses verkauft oder in dein Haushalt verschoben. Gesamteinrichtung auf dem Grundstück verkaufen? Nee, weil ich hatte ein paar Sachen gedacht, die wir behalten können. Ach du liebe Neune, jetzt darf ich das alles rauslöschen. Ja, wie zum Beispiel, wir haben ja ganz viele Sachen gekriegt. PC, wir können einige unserer Möbel damit aufwerten. Und, ja, wir können uns unser Haus kaufen, heißt. Wow. Ja, dann ist das eigentlich auch schon so doof gesagt, das Ende der ersten Staffel. Weil ich hatte eigentlich vorgehabt, sobald die ins neue Haus ziehen, ist die erste Staffel fertig. Und wir sagen dann nicht mehr One Way Teen Pregnancy Challenge, sondern es ist dann rein theoretisch ein Let's Play der Familie Thompson. Ja, oh Gott, jetzt muss ich aufpassen, dass nicht losfällt. Ja, das ist das Ende der ersten Staffel. Wir haben ja unsere Ziele soweit alle erreicht. Und jetzt geht's in die zweite Staffel. Die Amy ist ein Teenager. Ja, der Shane und die April sind jetzt ein festes Paar, sind zusammengezogen. Wir können dem Shane einen Job besuchen. Okay, er ist gerade total albern. Und er ist entzückt von der neuen Ansage. Oh, wie cool, jetzt kann ich ihn ja auch steuern. Ja, okay, das müsste ja da eigentlich jetzt schon abgeschlossen sein, oder? Aber hat trotzdem einige an Punkte. Ja, wir suchen ihm einen Job. Schreibt mir da gerne mal in die Kommentare. Ich habe das, glaube ich, in der letzten Folge schon gefragt, ob der Shane Polizist werden soll. Fände ich total cool. Weil wir ihn dann aktiv auch im Job begleiten können. Und ja, einerseits bin ich ziemlich traurig, dass das jetzt das Ende der ersten Staffel ist. Aber es ist ja nicht komplett abgesetzt, sondern wir gehen jetzt in die zweite Staffel rein. Das ist krass. Mit 43 Folgen in der ersten und jetzt geht's rein in die zweite Staffel. Wow, ich bin total gerührt. Oh, happy, ich bin echt happy. Ja, dann sei gespannt auf jeden Fall auf die nächste Folge. Es wird sich einiges verändert haben. Ich muss gucken, ob ich die nicht noch einen Tag in dem Häuschen hier lasse oder ob ich sage, okay, nee, wir holen jetzt direkt das Häuschen. Also sei sehr gespannt. Ich überlege mir da meinen Teil noch und freue mich auf jeden Fall, wenn du das nächste Mal wieder mit einschaltest. Und auf deine Kommentare freue ich mich natürlich auch. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Und dann wünsche ich dir noch einen ganz, ganz schönen Tag. Tschüss!